Ist das schon ein Konflikt oder ist es vielleicht nur eine Auseinandersetzung, in die ich mich vielleicht gar nicht einmischen muss? Diese und andere Themen werden wir in meinem Online-Seminar am 24. und 31.07. zwischen 15 und 18 Uhr besprechen. Wir werden uns anschauen, wie entsteht ein Konflikt und ist ein Konflikt überhaupt wichtig für die Entwicklung eines Kindes? Wir als Pädagogen wissen natürlich, dass wir tagtäglich mit Konflikten zu tun haben. Wir sind Streitschlichter bei kleinen Streits zwischen den Kindern. Wir erleben Streit und Konflikt zwischen Kindern. Wir erleben aber vielleicht selber auch Konflikte zwischen Eltern und Erziehern. Und wie ist es, wenn wir Konflikte im Team haben? Das sind alles Dinge, die werden wir uns anschauen. Es wird natürlich keine Generalrezept dafür geben, um mit Konflikten umzugehen. Aber ich denke mir, in einem guten Austausch, den wir miteinander haben, werden wir uns Dinge gut betrachten können. Und wie kann man psychomotorisch mit Konflikten umgehen? Wie kann man vielleicht präventiv sein? Was im zweiten Teil noch wichtig ist, ist vielleicht, wenn diese Sache kippt. Wenn aus einem einfachen Konflikt es umschlägt, vielleicht in Gewalt. Das erleben einige in der Schule vielleicht oder auf der Arbeit. Viele kennen das Thema Mobbing, also wenn ein System hinter Gewalt steht. Auch das werden wir uns anschauen und wie gehe ich damit um. Gewaltfreie Kommunikation wäre noch etwas, was ich unbedingt mit euch besprechen möchte. Was bedeutet gewaltfreie Kommunikation und wie kann ich das in meiner täglichen Arbeit umsetzen? Ich freue mich auf euch und ich stelle mich schon mal ganz kurz vor. Ich bin Mike Kretschmer, ich komme aus Dresden, bin Motopäde und seit einiger Zeit als Dozent der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik tätig. Und ich freue mich, euch begrüßen zu können zu meinem Online-Seminar und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt alle schön gesund. Tschüss.